Berlin. Also Busfahrer, das heißt Stress teilweise mit Kunden. Das heißt die Verantwortung für viele, viele Menschen tragen, die also mit im Bus sitzen. Das heißt auch nachts und am Wochenende arbeiten müssen. Was verdient also ein Busfahrer? Jetzt verrat uns. Hallo, ich bin Christian aus Herzberg, von Beruf bin ich Busfahrer und verdiene 1.850 Euro brutto im Monat. 1.850 Euro brutto. Im Vergleich zu Managergehältern, also brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, weil da geht natürlich noch ordentlich was von ab. Da merkt man also wieder die Unterschiede. Ja, 1.850 Euro brutto, also für einen Busfahrer. Gucken wir mal auf den nächsten. Naja, kann man da Beruf sagen, das ist dann eher Job, worauf wir mal noch einen Blick werfen wollen. Nämlich, was ein Straßenmusikant so am Ende des Monats mit nach Hause nimmt.